Hast du was zu trinken? Eigentlich an der Seite gestellt, weil dann wäre ich der Einzige hier am Tisch mit was zu trinken. Ich habe schön, dass du das so gesagt hast, weil wir trinken nämlich nichts von Bock Heil News TV. Das haben wir jetzt gerade aufgenommen, dann kommt gleich ein ganz Spannendes rein. Dass du Alkoholiker bist im Gegensatz zu uns. So. Hallo Bock Heil, hallo Welt, da sind wir wieder. Und zwar diesmal wieder mit den Kamingesprächen, die wir ja so ein bisschen zögerlich dieses Jahr, zumindest jetzt, bis jetzt behandelt haben. Ja. Aber das lag einfach daran, dass wir den Marcel, welcher unser Gast heute ist, mit nach Gambia begleitet haben und so beschäftigt waren, dass wir keine Zeit hatten. Aber wie ich schon angefangen habe, jetzt geht es hier weiter mit den Kamingesprächen und wie ich schon angedeutet habe, Marcel Mika, unser Special Guest heute. Ja, Lutze, schön, dass ich hier sein muss. Erstmal danke dafür. Matthias! Ja, Lutze, da sind wir wieder. Ja, es hat ein bisschen gedauert, hat der Lutze schon erwähnt, aber wir schaffen das schon. So, Marcel, ganz einfach, du bist Bock Heiler? Wie lange schon? Seit 1977. Das sind jetzt so ziemlich 41 Jahre. Donnerwetter. So lange habe ich noch nicht auf dem Buckel hier. Das heißt, du bist hier geboren? In Belzig geboren. Und dann, klar, also im Krankenhaus in Belzig. Ja. Und seitdem ich aus dem Krankenhaus in Belzig gekommen bin, hier in Bock Heiler. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, bist du hier aus dem Wald nicht rausgekommen? Nee, ich bin einmal kurz umgezogen nach Bockwalde. Für, ich weiß nicht, was waren das, 2 Jahre oder so. Ansonsten immer Bock Heiler. Also auch mit Leib und Seele und Herz Bock Heiler. Auf Bäume geklettert, runtergefallen, Hosen zerrissen. Runtergefallen eigentlich nicht, aber geklettert, ja. Und Hochstände gebaut und Boden gebaut. Also das, was Kinder normalerweise machen, wenn sie kein Smartphone besitzen. Genau. Ja, genau. Klettern sie auf Bäume und schmeißen mit Tannenzapfen. Sie bewegen sich noch. Ja. ich habe gehört, du spielst Gitarre? Ja, hab mal Gitarre gespielt, jetzt eigentlich eher weniger, aber auch nicht so gut, aber laut. Laut und hat auch sehr viel Spaß dabei. Also sprich, laut und nicht so gut, theoretisch, Punkrock ist also kein Fremdwort für dich. Nee, Punkrock ist eigentlich so meine Lebenseinstellung. Ja, es macht doch Spaß, glaube ich. Vielleicht, wir müssen irgendwann müssen wir drei Sekunden machen wir mal ein kleines Filmchen. Ich bin total irritiert, weil wie ein Punker sieht der jetzt nicht aus, oder? Eigentlich nicht, oder? Dann müssen wir nochmal eine Maske schicken, sein. Ja, ne? Wieso bist du mit aufgetürmten Haaren rumgelaufen? Na, ich hatte auch mal die Haare bunt und hatte auch mal so einen Irokesenschnitt, aber jetzt nicht so, ich hatte eigentlich nie so den Style an sich angenommen. Okay. Aber es ist halt die Musik und das Lebensgefühl. Ja. Ja. Und da haben wir eigentlich auch ein bisschen was hier im Einspieler gehabt davon, von dir. Ja, hast du gehört, ja. Das war ein Teil von euch, ihr habt die Lieder selber geschrieben. Ja, zum größten Teil. Bis auf ein Lied. Bis auf ein Lied. Bis auf ein Lied. Mhm. Wenn ich einmal traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Stimmt, von wem ist das? Von Heinz Erhardt. Richtig. Genau. Genau. So, hört sich cool an. Hört mal rein. Wenn ich einmal traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Wenn ich da. Coole Mucke, oder? Ja, aber vielleicht spielt er uns das ja mal hier zum Mai, zum Maifeier hier mal vor, hier auf dem Marktplatz. Vielleicht kriegen wir es hin, wenn wir an dir arbeiten, dass du das mal wieder auf dem Marktplatz hören kannst. Marktplatz, das wäre dann ja schon so zu sehen, sozusagen, bevor wir mit den Fragen wieder durcheinander kommen, wir sind wieder im Rhythmus. Marktplatz, Auftritt, Band, das war ja schon Lutze weit vor unserer Zeit, glaube ich. Das haben wir gar nicht mitgekriegt hier. Da waren wir noch wie, zu jung für. Wie kam es eigentlich zu diesem Auftritt? Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Also das ging eigentlich so los. Wie gesagt, wir haben viel Punkmusik gehört und bin viel auf Konzerten gewesen. Und irgendwann kam die Idee, Mensch, wollen wir nicht selber mal was machen? So halt. Und unser Motto war halt, wir nehmen erstmal halt aufs Korn, was geht. Wir wollen Spaß haben. Wir machen nicht unbedingt politische Sachen. Und Liebe wollten wir eigentlich auch außen vor lassen. Obwohl wir so ein Lied gemacht haben, das war auch jetzt im Vorspann gewesen. Halt von Liebe handelt, aber ist eigentlich auch ziemlich cool geworden. Ja, jedenfalls haben wir uns dann überlegt, wir gründen eine Band, dann ging es halt um Namen. Und da haben wir uns überlegt, wie ist es damals, wir wollten uns eigentlich Capones nennen. Dann haben wir festgestellt, die Band gibt es schon. Und dann hatten wir irgendwie, haben wir uns überlegt, Mensch, eigentlich kannst du ein bisschen abgedreht irgendwas machen. Und dann haben wir uns einfach den sehr geistreichen Namen Fäkalterror. 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 Und das war, eigentlich ist die Band, habe ich meinem Bruder auf der Silberhochzeit von meiner Mutter und meinem Vater.
da haben wir abends gesessen, erzählt und gemacht und getan und dann haben wir uns den Namen überlegt, haben einen Zettel genommen, haben das erste Lied geschrieben, weil dann auch unser größter Hit geworden ist. Ja. Und ja, das ist der Moment gewesen, wo man von Roland Kaiser die Nase voll hat, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir halt unseren ersten Hit geschrieben und hatten auch gleich angefangen mit der ersten Probe. Wir haben mittwochs geprobt und hatten dann natürlich, wie klar, samstags den ersten Auftritt schon. Und deine Eltern haben dir nicht die Ohren vom Schlamm gehauen? Nö. Weil da gab es so geistreiche Titel wie Kacke, Scheiße. Kacke und Scheiße United. Und Scheiße United. Aber jetzt wird es Mittwoch, erste Bandprobe, Samstag, ersten Auftritt. Und aber das Folgte daran war, dass ich eigentlich der Einzige war, der schon ein bisschen Gitarre spielen konnte. Hm. Und die anderen konnten gar nichts. Unser Bassist, der war dann Bassist gewesen, aber der hatte halt keinen Bass und keinen Verstärker und nichts. Der hat dann einfach, da haben wir eine Fahne aus alten T-Shirts zusammengenäht und der hat dann mit einer Fahne da gestanden. Das war dann halt der Auftritt von unserem Bassist und hat die Fahne geschwungen. Wir hatten uns dann zwei, drei Lieder überlegt, die halt auch eigentlich ziemlich schrecklich waren, so bis auf Kacke und Chase United, war eigentlich von Anfang an gut. Ja. Und haben dann halt diese Lieder halt 5-6 Mal gespielt, da haben schon Autogramme gegeben und muss man sagen, ich finde es total interessant, mal die eingefahrenen Schienen verlassen und mit einer Fahne Bassist werden. Coole Geschichte. Man muss dazu sagen, unser Bassist hat nie irgendwie den Bass gespielt, nie. Wir haben den dann irgendwann ausgetauscht gegen jemanden, der dann Bass gespielt hat. Okay. Marktplatz, Auftritt? Marktplatz, Auftritt. War ja dann so, wir hatten die Band gegründet, haben dann halt einen Proberaum auch gehabt in der alten Feuerwehr, haben wir ein bisschen, oder konnten wir halt ein bisschen Proben machen, aber kenne ich ja Proberaum, wir mussten mal auf und abbauen. Ja, dann bin ich hingegangen zum Bürgermeisterin, zu Angelika Schulz und habe gesagt zu ihr, Mensch, Frau Schulz, wir haben eine Band gegründet und wir haben echt keine Möglichkeiten, wo wir proben können, ob sie eine Idee hat. Und da hat sie gesagt, ey Marcel, pass auf, wir haben hier unten im Keller, im Rat der Gemeinde, im Gebäude, haben wir halt einen Raum, den könnt ihr euch freiräumen, macht euch zurecht, könnt ihr nutzen. So, damit ging's los. Dann haben wir halt geprobt, auch regelmäßig geprobt, sind dann auch etwas besser geworden, hatten auch schon unseren Auftritt mal im Jugendclub gehabt. War auch legendär im Jugendclub, da sind dann Kuscheltiere geflogen und was weiß ich. Also wir haben wirklich, das war echt total lustig gewesen. Ja, und dann irgendwann wurde es ernst. Dann kam Edda Hage auf uns drauf zu und hat gesagt, Mensch, ihr habt ja jetzt hier einen Proberaum im Gemeindegebäude. Ihr müsst auftreten. Also wir wollen quasi unseren Invest zurückhaben. Ja, bei der Weimarer Aufstellung. Und da habe ich gesagt, Mensch, ob das so passt? Und dann hat er gesagt, naja, ich komm mal vorbei, guck mir das mal an. War da gewesen. Wir haben uns dann auch richtig Mühe gegeben und haben vielleicht auch nicht ganz so schräg gespielt. Und er hat gesagt, ja, das passt. Und ja, und dann war das halt geboren, die ganze Idee. Und ich habe letztens erst mit Angelika Schütz darüber nochmal gesprochen und die hat gesagt, war aber bei denen auch, also ihr Satz dazu war dann halt gewesen, wo es mit Edda gesprochen hat damals, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir doch durchziehen. Das ist so, ist es passiert dann halt. Ja, aber eigentlich ist das cool. Ich finde, das ist schon ziemlich tolerant und es gibt ja auch solche Richtungen, nicht nur Opern und Operetten, sondern man kann sich, glaube ich, auch mal Punk antun, wenn es auch bei manchen höchstwahrscheinlich in den Ohren wehtut. Aber wenn der Bass eben nur eine Fahne ist, kann man den aussagen. Aber ich muss ja mal sagen, ich glaube, als jemand, der Punkmusik hört, ist man wesentlich toleranter als zum Beispiel jemand, der Schlagermusik hört. Weil ich sag mal, wenn ich Punkmusik höre, jeder, der Schlagermusik hört, der sagt mir sofort, mach es aus, mach es aus, mach es aus. Ja. Und wenn ich Schlagermusik hören muss, gut, dann höre ich sie mir halt an und mach da nicht gleich eine Szene draus. Ja, also ich denke. Irgendwann haben wir übrigens was gemeinsam. Auf dem Marktplatz durfte ich auch schon mal spielen mit unserer kleinen Combo. Ein paar Jahre später. Also ich glaube, da muss jeder einmal durch über den Marktplatz. Ihr habt aber nicht am Mittwoch geübt und seid am Samstag aufgetreten. Nee, Donnerstag. So. Okay. Naja. Matze. Nö. Doch. Ach. Wir können die Fragen nochmal tauschen. Machst du eigentlich jetzt noch aktiv Musik? Hat man das schon? Das hat man schon. Ja, macht ja nichts. Er will aber wieder gesagt. Mit der Monika spielen, auf dem Kamm blasen. Ich würde gerne auch noch was zu dem Auftritt erzählen auf dem Marktplatz. Der war ja natürlich legendär gewesen. Wer hat damals die Tontechnik gemacht? Das hatte Markus Krieger gemacht. Guck an. Markus hat viel. Wir hatten mit Markus Pitti damals hier, der hat auch immer Tontechnik gemacht. Da haben wir Marco Haseloff, der hat die Tontechnik gemacht. Also wir wurden noch gut supported. Wir haben immer richtig Unterstützung gekriegt, weil ich vielen Dank nochmal an Kurzschluss an der Stelle, dass Markus uns da so unterstützt hat damals. Und ja, dann hatten wir jedenfalls den Auftritt auf dem Marktplatz und ich hatte da zu der Zeit noch in der zweiten Band gespielt, war genauso ein Chaotenhaufen, sag ich mal. Wir haben uns ja Blutstuhl genannt, das hat natürlich gut gepasst. Wir haben ja unsere eigene Musikrichtung gehabt, das war der Fäkalien-Eipunk und
da musste Blutstuhl natürlich auch so ein bisschen mit drin passen. Ja. Und da haben wir jedenfalls dann den Auftritt da gehabt und das war echt sehr interessant. Wir waren ja aus Potsdam und überall kamen halt Punks an und keine Ahnung, auch richtig Action gewesen. Ja, und dann musste man natürlich unseren Hit spielen, Kacke und Scheiß United. Und das war echt cool. Jedenfalls habe ich die Bürgermeisterin mit auf die Bühne genommen und die hat dann mit uns zusammen den Hit Kacke und Scheiß United gesungen. Das ist war natürlich. Das ist ja, ab, oder? Ja. Muss man mal sagen. Ich meine, hat man schon lange nicht mehr gehört. Wir sind ja hier ein sehr kulturvoller Ort geworden mittlerweile, aber die Richtung fehlt uns doch glatt. Also das heißt doch tatsächlich, du hast im Mai einen Auftritt mit der Ex-Bürgermeisterin. Ja, genau. Wir können Andreas Greimig als Trio dazu. Andreas Greimig und Angelika Schulz. Wir freuen uns auf euch auf der Bühne. Das Telefon klingelt und unsere Nummer, ja, wir wissen, dass ihr abnehmen müsst. Ihr könnt euch nicht verrücken. Okay. Genau. Was machst du eigentlich sonst so den ganzen Tag? Ich habe gehört, du hast mittlerweile eine eigene Firma, die du betreibst. Seit 2011, ja. Das sind ja schon wieder 8 Jahre. Ja. Ich bin damals aus dem Schoß des öffentlichen Dienstes geflüchtet und habe halt meinen eigenen Laden aufgemacht. So okay, aus der Sicherheit aber nicht heraus. Hier in Bockheide, ne? Nee, in Altborg. Ja gut, das ist fast Bockheide. Ne? Also ursprünglich hat es in Bockheide angefangen, weil ich bin halt nur Außendienst gefahren und hatte meine Firma in Bockheide angemeldet, bin aber halt nur Außendienst gefahren. Bis dann irgendwann größer geworden ist, brauchte ich eine Halle und dann stand die halt in Altborg frei und dann ging es halt ab nach Altborg. Genau, und das ist was für eine Firma? Ja, unsere Firma heißt FTM Service, was so viel heißt wie Feuerwehrtechnik Mika. FTM Service, Feuerwehrtechnik Mika. Genau, und wir beschäftigen uns halt mit allem, was irgendwie mit Feuerwehrtechnik zu tun hat. Das heißt, richtig mit der ganzen Spezialtechnik da drauf, inklusive den Fahrzeugen, Motortechnik, Auspuff, Hydraulik, Hebezeuge, Spritzentechnik. Genau. Was gibt es da noch alles? Kenne mich da gar nicht so aus. Es gibt hydraulische Rettungsgeräte zum Beispiel, diese großen Scheren, wo man halt Fahrzeuge, wenn da jemand eingeklemmt ist oder so, öffnen kann, so eine die Sachen hat man immer dann fotografiert. Das hat ja auch viel mit Aus- und Weiterbildung zu tun im Thema. Ne? Du kannst ja einfach sagen, ich mache das jetzt. Das darf ja wohl nicht jeder. Ne? Ja, du musst natürlich zu den Herstellern und gewisse Schulungen und so weiter mitmachen. Ja, ich sag mal, unser Spezialgebiet ist allerdings sind diese Hubrettungsfahrzeuge, also Drehleitern. Das ist so das Spezielle. Damit habe ich auch angefangen und da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Gibt also, soweit ich weiß, neben uns nur eine Firma noch, die richtig als freie Werkstatt für Hubrettungsfahrzeuge aktiv ist. Ja, und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ihr seid noch am Wachsen, du baust gerade eine Riesenhalle. Wie viele Angestellte hast du? 14. 14 Angestellte hast du mit dabei? Ja. Das ist ja ein mittelständisches Unternehmen, das oder? Das ist ein mittelständisches Unternehmen, ja. Und die Halle, da kommen dann Boote rein oder was? Oder Luftschiffe? Eigentlich ist es so, das ist eigentlich... Die Halle sollte eigentlich schon vor 3 Jahren stehen, aber mir wurde da so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, weil ich glaube, sonst würde das ganze Gespräch dauert eine Stunde länger. Ja. Auf jeden Fall wurde mir so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gemacht und die Halle ist bitter nötig, weil die Halle, die ich jetzt habe, mit 300 Quadratmetern ist halt, kann man sich vorstellen, mit 14 Leuten und bei den großen Fahrzeugen, ist ja einfach zu klein und ich muss jetzt, die neue Halle muss jetzt stehen, um einfach vernünftige Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeiter zu schaffen. Wann schätzt du, wann deine Halle fertig wird? Ich bin ja immer optimistisch. Also ich hoffe, irgendwie Mitte des Jahres, aber ich denke realistisch wird es wahrscheinlich eher Mitte, Ende des Jahres. Gibt es da sowas wie so eine Grundscheinlegung oder so? Oder hier so eine Einweihungsparty? Eine Einweihungsparty ja sowieso. Aber die Grundsteinlegung, ich meine, geht ja darum, dass wir beide dort uns natürlich mit kostenlosem Essen und Trinken. Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte hier. Ja, die Grundsteinlegung war ja schon vor 2 Jahren, sag ich mal. Ach so. Da macht man es nicht so, wenn das die Stelle steht schon noch? Das ist ja Richtfest. Richtfest ist ja auch schon vorbei. Richtfest waren wir nicht. Jetzt sind wir ja bei der Eindeckung schon mittlerweile. Okay, Schluss mit dem Feiern. Wie groß ist dein Aktionsradius mit deiner Unternehmung? Europaweit, sag ich mal. Allerdings hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Also hatte eben mal einen Auslandseinsatz in Santiago de Compostela. Da haben die mich hinberufen. Was ist das denn? Santiago? Spanien. Spanien, okay. Das ist da, wo der Jakobsweg endet. Musstest du hinlaufen? Ich bin hier laufen, ja.
Nee, da bin ich hingeflogen. Die haben eine Drehleiter, die aus Nachwendezeit in Luckenwalde in der Nachwendezeit produziert wurde. Mhm. Und da gibt es halt nicht mehr so viele Leute, die da einen Plan von haben. Und ich bin halt einer der wenigen oder eigentlich wahrscheinlich ist ja um das übertreiben, der Einzige, der sich da noch so ein bisschen, weil ich die halt noch miterlebt habe, die Drehleitern, mit auskennt. Die ist da irgendwie nach Portugal gegangen, die Drehleiter. Mhm. War kaputt und da hat mich halt Rosenbauer Española gefragt, ob ich da hinfahren kann und die Drehleiter reparieren kann. Und da habe ich innerhalb von 3 Stunden ist wieder gelaufen und dann konnte ich mich schön Santiago und Umgebung angucken. War sehr angenehm. Und wenn ich mal fragen darf, ich meine, die Firma, die besteht jetzt seit 9 Jahren. Wie bist du dazu gekommen, so eine Feuerwehrbude? Ich meine, so jeder Junge in Anführungsstrichen kommt auf die Idee, Automechaniker werden zu können, weil er rasen kann. Aber du hast ja nicht eine Pkw-Werkstatt aufgemacht. Obwohl du sowas eventuell nebenbei auch noch mit kannst. Mit, ja. Aber du hast einen Feuerwehrreparaturstützpunkt sozusagen eröffnet. Mhm. Feuerwehrtechnik Mika. Genau. FTM. Wie kommst du dazu? Das ist dazu gekommen eigentlich als Punkrocker. Ja, Punkrocker ist ja nicht unbedingt verpeilt sein oder so. Auch wenn manchmal gehört es auch dazu. Aber er hatte schon immer klare Ziele. Und ich war hier in Bockheide auch in der Jugendfeuerwehr und so, dadurch kam halt auch das Interesse zur Feuerwehr. Mein Vater, der war damals Wehrleiter und so, keine Ahnung, und dadurch Thema Feuerwehr, dann Technik interessiert, also ich wollte eigentlich irgendwas in Richtung Technik, Automechaniker und so weiter werden. Und dann gab es halt die Sache, dass in der heutigen LSCE, damals Landesprüfstelle für Feuerwehrtechnik, 3 Lehrlinge eingestellt wurden, ich war einer davon, der meine Lehre da gemacht. Hab mich dann nach der Lehre bin ich halt in dieses Spezialgebiet Hubrettungsfahrzeuge reingekommen. Ja, und das hat sich dann immer weiter vertieft. Ich habe dann ja 17 Jahre auch insgesamt gearbeitet. Ja, und irgendwann habe ich festgestellt, ja, hier ist jetzt irgendwie Ende der Geschichte. Ich komme hier auch nicht weiter so richtig und wollte mir aber auch keine Grenzen setzen lassen, sondern habe mir gesagt, meine Grenzen setze ich mir alleine und das geht nur, wenn ich halt mein eigenes Ding mache. Das war natürlich auch nicht so einfach. 17 Jahre öffentlicher Dienst, man ist ja sicher. Auf einem sicheren Stuhl sitzt man da. Meine Familie hat mich teilweise für verrückt erklärt, was ich da vorhabe und so was. Und aber ich wusste, das geht so nicht weiter. Ich muss ja 35 Jahre arbeiten und ich muss noch irgendwas erreichen. Keine Ahnung. Und dann habe ich gekündigt, habe meinen Laden aufgemacht und dass es natürlich jetzt so gewachsen ist, da habe ich auch nie mit gerechnet oder nie dran gedacht. Aber bereut hast du es nicht? Nee, bereut nie, aber manchmal sehne ich mich natürlich trotzdem ein bisschen zurück an die Zeit im öffentlichen Dienst, wo du halt wirklich, sag ich mal, also ich habe da auch gearbeitet und die Leute und so, die ist ja nicht, dass man aber man hat halt 17 Uhr ist 17 Uhr. Nicht mal das, du hast halt nicht diesen Druck, Existenzängste, ja, sag ich mal. Das ist bekannt, eigentlich ja. Ja, danach sehne ich mich manchmal zurück nach der inneren Ruhe, die du manchmal da halt verspüren konntest, weil du wusstest halt, egal was jetzt ist, ob du krank bist oder was auch immer oder keine Ahnung, kriegst am 15. dein Gehalt und alles abgesichert, alles gut. Und das hast du natürlich in der Selbstständigkeit nicht, da hast du schon das eh oder andere Mal, gerade weil du halt auch auf Kredite angewiesen bist und so weiter, hast du schon das eh oder andere Mal richtig Schiss. Was ist, wenn jetzt was schief geht? Denk die Familie dran und ja. Aber das Risiko trägt jeder Selbstständige. Das kriegt jeder. Ich bin seit 92 selbstständig. Also selbst wenn du ein Haus kaufst, ein Haus baust, bist du genauso gefangen in diesen Kreditverträgen. Also, aber dann hast du, wenn du ein Haus und das noch hast, das sind natürlich 2 Sachen. Das ist natürlich alles doppelt. Es kommt halt keiner, der will. Wenn ich jetzt hier mal mit so einer Drehleiter bei mir durch den Garten sausen will, weil ich sage, ach komm hier, ich mache jetzt mein Dach oben mal neu oder ich baue es, fahr mir das Ding mal, was sagst du dann so? Eher schwierig. Warum? Weil es sind Feuerwehrfahrzeuge und die sind nur für den Feuerwehreinsatz gedacht. Also okay. Das können wir auch nicht abhängen, ne? Das fällt auf. Das ist eher, also ich sag mal. Das heißt, du darfst es nicht? Nee, die werden. Aus versicherungstechnischen Gründen, etc. ist genau, es gibt Ausnahmegenehmigung für diese Fahrzeuge und die werden halt also nur an Feuerwehren vermietet. Und ich sag mal, ich hätte jetzt eben ein Problem, weil ich hätte nicht meine da. Die sind alle permanent irgendwo im Einsatz. Wenn man sich so ein Ding kauft und das ausgemustert wird und dann im Privatbereich das haben würde, dann könnte man dann rumfahren. Ich weiß nicht. Aber kriegt man die gar nicht. Erstmal wird es schwierig, eine zu kriegen. Und dann, gut, man kann die umschreiben lassen als selbstfahrende Arbeitsmaschine oder sowas. Muss halt ein paar Sachen erfüllen, aber ja, dann bist du mit auch Drehleiter. Dann ist auch die ganzen Prüfungen dann. Und so ja, Birnen, Pflücken, Pflaumen. Genau, Kirschbaum.
Die Leiter, Leiter ist zu gefährlich, Drehleiter ist sicherer. Ja. Kirschen pflücken mit. Okay. Soweit. Wir haben hier manchmal unsere Punkte ein bisschen gewechselt. Hast du noch größere Pläne, außer das, dass du jetzt ja eh schon langsam wächst mit deiner Firma? Boah, größere Pläne. Also die erste ist, wie gesagt, mit der Halle, weil ich vorhin angeschnitten habe, dass die steht, dass ich endlich vernünftige Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeiter habe oder bessere. Ja, Pläne, das ergibt sich halt irgendwie alles, sag ich mal. Man nimmt sich ja nicht so viel vor und hat dann aber eine Idee und irgendwas passiert und dadurch wächst man halt, ohne dass man sich jetzt da riesige Gedanken macht. Also eigentlich nicht vorher geplant, sondern genau, das ergibt sich so. Aber was jetzt noch ist, ich habe jetzt, sag ich mal, die Firma, weil bis jetzt immer ein Einzelunternehmen war, ist jetzt eine GmbH, habe ich jetzt gegründet und und alles andere, gucken, was passiert. Ist im Fluss sozusagen. Wir werden sehen. Also nach Borkheide umziehen ist nicht geplant, nee, ins Industriegebiet. Nee, ich habe jetzt ein altbeorgtes Grundstück. Genau. Du baust jetzt da. Mit, sag mal, ich habe in meiner Brust zwei Herzen entschlägt für Altborg, eins für Borkheide. Also ich fühle mich da richtig wohl, die Leute. Also ich fühle mich da schon richtig auch so ein bisschen als Altborger. Mhm. Egal, es bringt für alle was. Ja. Ja, Lutze. Willst du eine Bockwurst haben? Bockwurst, sag mal. Bockwurst mit Senf oder was? Ist Stichwort Bockwurst, sagt dir das was? Ja, klar. Ja, was ist das denn? Ja, das ist halt dieser Bockwurstpokal wahrscheinlich, auf den du anspielst oder auf den hier anspielt gerade. Ja, wir haben ab und zu mal ein Video schon gehabt, mittendrin, wo es um den Bockwurstpokal ging. Ja. Das erkennt natürlich ein Außenstehender nicht. Was, wie ist ein Bockwurstpokal? Haben die eine Macke oder was? Mhm. Wie sieht der Pokal übrigens aus? Ja, was ist das? Erzähl. Der Bockwurstpokal hat sich mal vor etlichen Jahren, haben sich irgendwelche Leute, die gerne Motocross fahren, halt mal Wochenende getroffen und keine Ahnung und haben gesagt, ey, wisst ihr was, wir können ja mal eine kleine Meisterschaft machen. Ja, und um was zu erzählen, ja, um was geht's denn? Um die Bockwurst. Ja. Das heißt eigentlich genau genommen heißt es eigentlich, du hast neben deinen ganzen anderen Hobbys Langeweile und fährst Motocross. Genau. Richtig genau. Heftig mit vollen Klamotten durch die Landschaft. Und nicht nur er alleine übrigens. Wie, nicht seine Frau mit? Hinten drauf, nein. Dein Sohn, ne? Mein Junior, der fährt auch, ja. Der fährt auch. Mhm. Und erfolgreich, wie ich mitgekriegt habe. Ja, also ein Bockwurstpokal auf jeden Fall. Also Bockwurstpokal ist ja, hört sich jetzt erstmal natürlich ein bisschen witzig an, ja. Aber da geht es auch richtig, wirklich um die Wurst, ja. Also da sind auch richtig gute und schnelle Fahrer und mein Junior, muss ich sagen, der, also bis vor einem Jahr, sag ich mal, haben wir uns so ein bisschen, wenn wir mal so ein bisschen miteinander gefahren sind, mal so ein bisschen abgewechselt, mal bei der Enge, aber jetzt brauche ich da nicht mehr probieren anzugreifen. Der fährt dir weg oder was, ja? Ja, volle Granate. Aber du bist aber auch noch fleißig mit dabei und aber ohne große Ambitionen jetzt Weltmeister Motocross zu werden oder so. Ja, ich sage immer, ich mache es sehr gerne, das ist meine Leidenschaft, ich kann das bloß nicht richtig, also das ist, sag ich mal, das Problem. Zum Mitfahren reicht. Feuerwehrtechnik. Motocross und Abenteurer kommen wir später noch mal zu. Ne? Übrigens hatte ich in meinem alten Heimatort Bleicherode in Thüringen, gab es sogar vor der Wende auch mal eine Motocross-Strecke. Ja. Da ist Thüringen ein Fahrrad durch, oder? Hm? Ein bisschen mit Fahrrad durch. Nee, gelaufen. Thüringen ist ja, sag ich mal, ist ja eigentlich so eine richtige Motocross, so ein Motocross-Gebiet. Also da haben wir zum Beispiel, wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, aus Apolda, kommt der jüngste Weltmeister am Motocross. Das ist der Ken Roxen, der hat mit, weiß ich gar nicht, 17 oder was, oder 16, ist der Weltmeister geworden, Motocross. Mhm. Kennt ja keiner, alle kennen nur irgendwelche Skispringer oder Fußballer oder weiß ich was. Mhm. Ja, weil da die Fernsehübertragungen laufen, so mit vielen Kameras davor. Und das heißt, dein Sohn, wie alt ist der eigentlich? Der ist 14. Darf der fahren, offiziell? Jo. Darf er, ja? Jo. Also das hat jetzt nichts mit Straßen, er hat ja keine Straßenzulassung. Wir fahren ja nicht auf öffentlichen Straßen, sind halt Rennstrecken, die halt... Und der ist da halt fleißig schon mit unterwegs. Mhm. Die hat jetzt so eine große Erwachsenenmaschine oder gibt es da für Kinder extra solche? Na, es gibt verschiedene Stufen. Also das ist jetzt, er hat jetzt eine 85er, das ist halt eine Stufe unter der 125er. Das wäre dann halt die, was die Großen fahren an sich schon. Mhm. Aber die 85er, das ist eigentlich schon das, jetzt, also das richtige Wettbewerbsmotorrad, hat auch 30 PS. Ich weiß ja nicht, was so ein Ding wiegt. 70 Kilo oder was? Also das ist schon eine richtige Waffe. Müffelst du auch nach Rizinus oder ist das heute nicht mehr zugelassen? Das hat man früher gemacht, aber wir haben wirklich Rennsportöle, die sind halt mit Duftstoffen versehen. Also
Um das Feeling noch so ein bisschen. Wobei, heute steigen die meisten ja, also gut, wir fahren jetzt beide Zweitakter, die meisten fahren ja jetzt halt mit Viertaktern und da hast du ja dann eh kein Mischöl mehr mit drin, was halt diese Gerüche verursacht hat. So, weitere Hobbys? Angeln. Wann machst du das denn? Ja, nachts, wenn Zeit hat. Angeln. Hier, im Waldbad. Genau. Na, da wollte ich ein paar Fische einsetzen mal, dann kann man ja. die... Ja, aber da liegt doch mal mein Boot, das stört mich, wenn du da bist. Dann können wir doch gemeinsam auf deinem Boot angeln. Das könnte man theoretisch auch machen, bei einem Bier oder einem Glas Wein. Genau. Nachts hier angeln bei Vollmond in Zweitbadpunkten. Foto hatten wir gesehen hier. Foto? Hier da, Lutzes Boot. Das hat ja für einige Verwirrung gesorgt, mal vor 2 Jahren, glaube ich. Genau. Manch einer hat es auch geglaubt. Okay. Wir sind gleich durch, Matze. Ja. Letztes Thema. Rallye begleitet dich nicht nur im Privaten hier mit dem Motorrad, sondern auch so ein bisschen? Im Auto halt, ja. Im Auto. Zumindest mit dem alten Auto deines Vaters, ne? War das? Ja, eigentlich hat er noch mehr Familiengeschichte, nicht nur von meinem Vater. Der ist eigentlich, den hat sich von meiner Frau, der Großvater damals gekauft. Okay. War die Geschichte. Die lassen wir mal offen. Die lassen wir offen. Ja? Weil die gibt es exklusiv und ausführlich. Am 24.02. 18 Uhr im Fliegerheim. Da sitzen wir ungefähr in gleicher Konstellation wie hier. Lutze, ich und der, Lutze, Marcel und ich. Ich natürlich zuletzt genannt. Im Fliegerheim und werden den Marcel komplett ausquetschen zu dem ganzen Thema Rallye Dresden-Dakar-Banjul. B2B. B2B. Wir haben ja schon ein bisschen auf unserem YouTube-Kanal berichtet. Der Lutze war da ganz eifrig beim Video zusammenschneiden. Da kann man sich schon mal so ein bisschen angucken, worum es da ging. Also auf unserem Bockheide-News-TV YouTube-Kanal. Könnt ihr mal schauen. Und die Live-Berichterstattung mit exklusiveren Bildern noch, die wir damals gar nicht mit hatten, weil so viel Material konnte uns gar nicht rüberschicken, liefern wir euch im Fliegerheim am 24.02. 18 Uhr. Genau. Mit freundlicher Unterstützung vom Fliegerheim, die uns übrigens für diese Aktion den Saal dort gratis zur Verfügung stellen. Da freuen wir uns natürlich schon richtig drauf. Auch, dass Marcel dort für uns Rede und Antwort steht und natürlich auch eure Fragen dort so weit möglich beantworten kann. Der Franz ist nicht so öffentlichkeitswirksam, der war zwar mit dabei, aber für ihn ist das nicht so richtig was. Er war trotzdem bei dem Abenteuer dabei, da könnt ihr mehr erfahren. Das war es jedenfalls heute hier erstmal beim Kamingespräch von Borkheide News TV. Wir freuen uns, bedanken uns ganz herzlich, dass Marcel hier zur Verfügung gestanden hat, dass du uns hier so ein bisschen was aus deinem Leben erzählt hast, Marcel. Willst du noch mal was an unser Publikum sagen? Ja, ich fühle mich schon ein bisschen geehrt, sag ich mal, dass ich von euch hier eingeladen wurde. Und wir sind ja auch enger in Kontakt. Macht auch richtig Spaß mit euch und eure Sendung finde ich auch richtig gut. Ja, danke. Ja. Freuen wir uns auch. Ich denke mal, wir sind schon so, dass wir Bockheide ein schönes Gesicht geben können. Und wir haben wie wir immer so schön sagen, hinter jedem Baum wohnt ein kreativer Kopf. Du bist einer davon, von den Bäumen hier im Wald. Oder von denen, die hinter den Bäumen wohnen. Bleib mal in Borkheide, zieh nicht nach Altborg. Nee. Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du hier warst. Genau, bis später, bis zum nächsten Kamingespräch. Euer Marcel. Der Lutze. Und der Matze. Tschüss. Tschüss. Tschüss.